Eingeführt hat man den Multidoc deswegen, weil die Firma sehr, sehr schnell gewachsen ist und mal kulturell sich bewahren wollte, dass die Leute ihr Wissen teilen und zwar auf Zuruf. Dass jemand reinrufen konnte in den Raum und sagen, ich habe bald ein Intranet-Projekt zu machen, kann mir jemand erklären, wie ich dort Informationsarchitektur mache. Und dann hat irgendjemand aus dem Raum zurückgerufen und gesagt, ja, ich habe das dort und dort gemacht, geh so vor oder nimm das Beispiel. Und irgendwann geht das nicht mehr so ab. 150 Leute fängt es dann an, dass man nicht mehr jeden kennt. Und dann auch irgendwie nicht mehr weiß, recht in den Adressatenkreis. Und darf ich die überhaupt stören und so weiter. Denn Mail an alle ist so das typische Medium, mit dem man das dann macht, in den Raum rufen, wenn es groß wird. Und das war dann mühsam. Und deswegen haben wir dann quasi umgeschaltet und gesagt, hey, jetzt gibt es so tolle Mechanismen, nämlich Blogs mit Kommentarfunktionen und so weiter. Dann nutzen wir doch das. Also ich poste auf dem Blog, entweder via E-Mail-Client oder direkt dort, und dann kriege ich Antworten. Und dadurch, dass die ja auch den Personen zugeordnet sind, ist es wie in den Raum rufen. Und das haben wir dann angefangen mit diesem Multiblog für jeden Kanal, also für das Thema Internet, Content Management, Online-Marketing für jeden Kanal, konnte man abonnieren. Und dann hat man, so wie eben früher im Raum, einfach fragen können und hat Antworten bekommen. Das war eigentlich die Grundidee. Und so ist es dann gewachsen. Heute mit 300 Leuten funktioniert das noch. Ob es dann mit 500 noch geht, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber im Moment funktioniert es extrem gut. Also da kommen sicher jeden Tag 3 bis 4 solche nur reine Brainstorm-Anfragen. So nach dem Motto, hey, ich habe folgendes Problem, wer weiß dazu was? Mal unabhängig davon, dass da natürlich mittlerweile sehr viele andere Dinge auch so laufen, dass sie da kommen. So vom Grundgedanken, nämlich die Fragen in die Runde, die Antworten, jeden Tag zig Fragen.